1999 im Sommer startete in den Kinos der Film Matrix. Für mich war das eine ganz spannende Zeit. Ich war kurz vorher erst zum Priester geweiht worden, ich hatte meine erste Vertretungsstelle und dann sah ich diesen Film. Ein Film mit Technik, mit Science Fiction, Dinge, die mir gefallen und die ich gerne anschaue. Und dann noch dieses i-Tüpfelchen. Ständig irgendwelche biblischen Anklänge. Da ist es auf einmal der Begriff Zion für die Stadt Gott, die Stadt unter der Erde, im Biblischen ein Begriff für Jerusalem, die Stadt Gottes. Dann ist da ein Schiff, das heißt Nebukadnezar, wie der König, der Israel in die Verbannung geführt hat. Und dann zwei Jahre später, der nächste Film, da taucht beispielsweise der Begriff des Logos auf. Logos, das ist im Biblischen, im Johannesevangelium im Anfang eine Bezeichnung für Christus, das menschgewordene Wort Gottes. Er war wie Gott und wurde den Menschen gleich. Und dann dieses rätselhafte Wort am Ende des dritten Teils. Es ist vollbracht. Natürlich erzählt Matrix eine Jesus-ähnliche Erlösungsgeschichte. Und doch diese Verwirrung, wie sie vielleicht damals auch für die Jünger da war. Was ist vollbracht am Ende des dritten Teils? Ja, es ist ein Abschluss. Es kommt wahrscheinlich nie wieder ein Film in dieser Richtung. Ja, aber warum gerade an der Stelle, wo doch noch gar nicht klar ist, wie das neue Miteinander Mensch-Maschine weitergeht? Es ist vollbracht, das letzte Wort Jesu im Johannesevangelium. Von daher schließt sich die Klammer des zweiten und dritten Teils. Auf der einen Seite der Beginn und das Ende des Johannesevangeliums. Aber was ist vollbracht? Was haben die Menschen damals gedacht, als er wie ein Verbrecher behandelt am Kreuz stirbt und er sagt, es ist vollbracht, die Mission ist beendet, ich lege meinen Auftrag zurück in Gottes Hände. Was war sein Auftrag? Sein Auftrag war es, uns Menschen zu zeigen, wie wichtig, wertvoll und kostbar wir Gott sind und dass Gott nicht zuerst mit der Anklage auf uns zukommt, sondern mit einer Einladung. Eine Einladung, ihn besser kennenzulernen. Sagt er zum einen, ich muss heute bei dir zu Gast sein, zum anderen, komm, folge mir nach, komm und sieh und hoff doch immer, dass die Jüngerinnen und Jünger ihn mehr verstehen lernen, mehr begreifen, was seine Grundbotschaft ist. Natürlich, wenn man sich sehr geliebt fühlt, bereit ist, mit einem Menschen eine Beziehung zu pflegen, eine gute Freundschaft, dann verändert das, dann wird man dem, mit dem man befreundet ist, auch immer ein Stück ähnlicher werden. Das ist die Hoffnung. Und wenn er am Kreuz sagt, es ist vollbracht, sieht er schon eine Zukunft, die die Menschen unter dem Kreuz dann noch gar nicht sehen können. Ein neues Verhältnis Gott und Mensch. Von daher war es logisch, sinnvoll und gut, dass eine der Wachowskis noch einen vierten Teil gemacht hat. Matrix Resurrection, die Auferstehung, ein neues Verhältnis miteinander. Wir arbeiten als Menschen noch dran. Die Kirche als Ganze mit all den Skandalen, die sie verursacht hat und für die sie zu Recht abgestraft wird. Aber eben auch jeder Einzelne, der sehr viel mehr darum bemüht ist, nicht nur einen Ritus zu vollziehen, wenn er zur Messe geht, sondern das Ganze als eine Freundschaft zu begreifen. Als ein Verhältnis, das sich biblisch beschreibt, wie das von Jüngern, Lehrlingen, Schülern, Menschen, die bei Gott in die Lehre gehen, Menschen so zu lieben, wie er sie liebt. Und das ohne hinterhältige Gedanken, ohne Missbrauch, ohne irgendetwas, sondern einfach bedingungslos. Bedingungslose Liebe. Wo uns das gelingt, da sind wir wirklich seine Nachfolger. Und er wird vollenden, was wir nur anfanghaft schaffen. Auch das beten wir. Bitten wir Gott, dass wir diese Zeit der Vorbereitung auf Ostern, wir haben schon den Passionssonntag, also den sind nur noch 2 Wochen bis Ostern, das immer mehr schaffen, von ihm zu lernen. Und wenn wir dann am Karfreitag die Passion hören, lesen, hören wir wieder diese Worte. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht und zugleich geht es weiter. Was er begonnen hat, dürfen wir fortführen. Die Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, seine bedingungslose Liebe bekannt zu machen, eine Liebe, für die er bereit war, zu sterben, damit wir das endlich begreifen. Und Gott beglaubigt ihn durch seine Auferstehung.